Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute sind wir hier schon in diesem Haus, denn heute gibt es ja die große Map-Erkundungsfolge und dann traf ich erstmal das hier an. Keine Ahnung, wie das passiert ist, die Cutscene hat es halt direkt getriggert am Anfang. Hier ist meine Mülltonne und ja, der hat halt einen neuen Hut, ne? Nee, wie dem auch sei, auf jeden Fall, genau, ist das Haus jetzt hier nach vorne geschwebt halt wegen der Cutscene, wie gesagt. Hier können wir, okay, wir können noch rein, ja. Genau, dann würden wir hier so stehen circa. Alter, was ist da los? Können wir hier eigentlich rein? Auf den Zaun können wir, aber hier rein können wir nicht. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir mal heute, was es so gibt. Auf jeden Fall müssen wir einen Ort durchsuchen. Und zwar beim Grab, wo wir am Ende begraben werden, obviously. Dort, hier ist die Map übrigens auch zu Ende. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Irgendwie ist auf jeden Fall, können wir diesen Spot auf jeden Fall irgendwo finden. Und vielleicht finden wir sonst hier was Interessantes. Vielleicht irgendwo hier in den Bäumen ein goldener Apfel. Ich will einfach diesen goldenen Apfel haben. Ja, auf jeden Fall gucke ich hier immer so ein bisschen rum. Und wenn ich irgendetwas Interessantes finde, dann werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Wir werden am Schluss auf jeden Fall auch noch von der Map springen, falls das überhaupt funktioniert. Weil, vielleicht sieht man dann Zeugs, das irgendwie unterhalb ist. Was halt auch sehr interessant ist, hier schweben halt die Häuser einfach. Wir können auch drunter gehen. Das ist alles gar kein Problem, Alter. Ich glaube, sie haben eine sehr große Hitbox. Okay, ist hier vielleicht hier oben irgendwo was? Weil wir von hier oben kommen wir ja runtergefahren, ne? Alter, ich wollte gerade halt hier einfach so zum Just for Fun hier die Tür öffnen. Dann bin ich reingelatschen und konnte einfach durch. Alles klar. Alles klar, Junge. Was ist denn, wenn wir hier einfach mal so runter... Ach, hier ist noch so ein Abgrund mehr. Also das Grab steht ja bei ein paar Bäumen, ne? Also das heißt, wir sind hier eigentlich schon nicht so... Gar nicht mal so falsch, wenn wir hier bei Bäumen sind. Mehr weiß ich allerdings nicht. Alter, guck mal, die Map geht hier immer noch übertrieben weit. Obwohl hier eigentlich ja gar nichts mehr ist. Ah, hier ist jetzt aber das Ende, okay. Das Ding ist, ich will nicht runterfallen, aber ich will so ein bisschen runter gucken. Okay, das ist ja wirklich einfach nur flach. Runter ist wahrscheinlich gar nichts. Nur ein paar Häuser, die noch unten raus ragen irgendwie. Es könnte halt auch sein, dass das Grab erst getriggert wird, wenn wir sozusagen dort begraben werden halt. Also, dass das dann erst irgendwie erscheint. Das heißt, wir können es gar nicht finden. Naja, wir können da uns auf jeden Fall beim Neighbor noch ein bisschen herumschleichen, herumspasten. Wenn das hier jetzt alles gar nicht mal so spannend wird. Alter, hier ist einfach wortwörtlich ein Baumhaus. Junge, Alter, crazy shit. Ja, okay, Leute, da ist nix hier überall. Das heißt, wir stürzen uns mal kurz von der Map, dann werde ich das Spiel kurz neu starten, um mit dem Rest weiterzumachen. Es ist ein kleiner Schritt für einen YouTuber. Aber, oh scheiße, ein riesiger... Lol, was ist das denn? Dort hinten. War doch etwas, das war safe, das Grab dort unten unter dem Haus des Nachbarn. Was ist das denn für ein Kasten, Alter? PTF? Ja, und wir fallen jetzt hier halt einfach, ne? Ja, gut. Ich starte mal kurz das Spiel neu, dann sehen wir uns gleich. 6,5 Stunden später. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier und wie gesagt, natürlich wird es uns hier nicht langweilig. Und zwar will ich etwas ausprobieren, was scheinbar funktionieren sollte. Aber dafür das muss ich erstmal in den Raum mit dem Bären. Für das brauche ich erstmal kurz Zeit. Das heißt, oder ich skippe euch das Ganze, bis wir in dem Raum sind mit dem Teddybär. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr das gerade gesehen? Och Mann, ich weiß gar nicht. Ist das Wasser jetzt oben eingefroren? Ich habe das vorhin gerade abgedreht. Ja, natürlich nicht mehr. Alles klar, Digga. Scheiße. Kommen wir vielleicht schon so an die Glocke ran? Vielleicht? What? Wie hat der heimlich bekommen? Was zur Hölle? Ja, okay, ich versuche es einfach nochmal kurz hinten rein. Okay, Leute, der Nachbar ist, glaube ich, immer noch oben. Das heißt, es ist unsere Time to shine. Wir müssen auf jeden Fall auch mal noch einen Speedrun machen. Aber das kommt in einer der nächsten Folgen, meine ich. Nope. Nein. Nope. Oh Gott. Nope. Du dreckiger Stuhl. Nope. Du Wichser. Nope. Du behinderter Stuhl. Nope. Das gibt es doch nicht. Was ist das für ein Spiel? Wer will mich hier verarschen? Jetzt kommt dieser Psychopath wahrscheinlich noch auf die Idee, hier nach oben zu kommen, Alter. Okay, Leute, ich hätte jetzt hier den Schlüssel, aber... Warte mal, ich zeige euch das nochmal. Okay, das jetzt? Alter, wieso funktioniert das manchmal einfach nicht? Guck mal, die schießen ja gegen die hier. Vielleicht müssen wir nur die abschießen. Oh, dann bekommen wir vielleicht etwas anderes als nur den Schlüssel. Oder man bekommt halt auch einfach gar nichts. Okay, das kann natürlich auch sein. Okay, und so schlau wie ich war, hatte ich jetzt schon den Presslufthammer dabei. Warte mal, dann machen wir hier mal kurz auf. Perfekt. So, der Teddybär kommt jetzt mal mit. Und der Schlüssel hier auch. Und, ja, der Rest ist scheinbar weg. Was ich mir noch überlegt habe, ich weiß nicht, ob man diese Dings hier abnehmen kann. Vielleicht mit dem Hammer oder eben mit der Crowbar. Und das
könnten wir mal noch versuchen. Für das gehen wir jetzt, glaube ich, hier kurz runter und schmeißen hier erstmal den Teddy in den Ofen. Genau, bleibt da schön drin. Alter, es kommt einfach wieder raus. Okay, ich tendiere jetzt mal zu der Crowbar. Hier, genau, komm mal mit. So, und dann, ach scheiße, jetzt habe ich keine Mülltonne dabei. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich habe den Ofen wieder warm gemacht, oder? Oh, nee, zum Glück noch nicht, okay. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal kurz durch. Und ver... Gott. Okay, wir versuchen jetzt hier erstmal kurz, ob wir diese Bilder hier abnehmen können. Oh, jetzt habe ich ihn gedroppt. Crowbar? Ach, so, yes. Okay, nee, also es funktioniert irgendwie nicht. Und ich vermute auch nicht, dass da mit dem Hammer funktionieren würde. Man könnte es natürlich noch ausprobieren, aber es... Ja, ich weiß ja nicht. Wir gehen jetzt runter vorne rein und machen die Ending-Tür auf. Und zwar haben wir jetzt den Bären im Ofen. Ah, den müssen wir aber noch kurz warm machen. Okay, der Nachbar ist oben, das ist gut. Machen wir hier kurz warm, ich hoffe, das zählt. Und zwar könnte es, glaube ich, so eine andere Ending-Sequenz geben, wenn der Bär im Ofen ist. Also ich weiß es nicht, aber ich dachte, das sei irgendwie sowas. Und? Ist jetzt irgendwas anders? Ach komm, das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Mann, was hat denn das Spiel gegen uns? Oh Leute, okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht seht ihr bei irgendjemand anderem trotzdem noch ein anderes Ending. Falls es irgendwie möglich ist, schreibt Tipps und Tricks immer in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!